So, das ist jetzt also diese 75 Quadratmeter Wohnung im zweiten Obergeschoss. Wenn man reinkommt, es war gerade Eingang, dann ist links gleich das Schlafzimmer. Ein sehr schönes, großes Schlafzimmer, muss man sagen. Kann man nicht auch als Arbeitszimmer oder Kinderzimmer benutzen. Wenn es weitergeht durch den Flur, hier sind wir also schon in der Wohnküche. Auf der linken Seite ein sehr, wenn man es eingerichtet hat, dann ein sehr gemütlicher Bereich zum Wohnen, den man sich hier ein bisschen abgrenzen kann. Auch in der Küche kann man noch irgendwie eine Abgrenze reinmachen, dann sieht das richtig schnuckelig aus. Die Küche ist selbstverständlich dabei. Auf der linken Seite, ich gehe jetzt wieder, da wo wir gerade rein sind, wieder raus. Man sieht den Eingang. Ist hier noch ein Flur, wo es dann zu einem zum separaten Toilette geht. Dann gehe ich jetzt mal wieder vor zum Eingang. Das war die Eingangstür, wo man rein ist. Da war links das Schlafzimmer und hier auf der rechten Seite ist das Bad. Ja, Dusche, Badewanne, alles da. Da hinten wäre ein Platz für eine Waschmaschine. Sehr, sehr geräumig, gemütlich, kann man sich also wirklich gut gehen lassen oder eben noch Schränke reinstellen, was man halt eben gerade haben möchte.